Scrolls. Davon haben wir ja noch ein paar. Law of Alexid. Lol, Alexid kauft tatsächlich noch wer oder was? Lol, 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 lol. Naja, bis jetzt. Tatsächlich nur lol, das ist aber teure Preise hier. Ja, 30 Mio schon eher. Ich muss ehrlich sagen, ja, ihr seht hier HP und Angriff, also Attack um 10%. Das ist das einzige, wo ich sagen würde, jo, das bringt was. So, ja. Sonst ist hier eigentlich relativ knapp. Ja. Hier haben wir noch ein paar Ex. Ich habe meine Ex und alles weitere letztens an Dingens verkauft. 7 Tage, was hast du? Das können wir eigentlich mal dem Hulkstone mitbringen. Weil Leute, 2 Mio, also scheiß da drauf. LOL, oh mein Gott, und ich hab. Ich hab 800 Mio für meinen bezahlt. Ah, Freunde, da krieg ich vom Hinsehen schon AIDS. Tut mir leid, aber das. Scheiße. Einfach nur scheiße. Ja, nur Schrott hier. Wir können ja mal eben ganz kurz gucken, was ein Guardian Sword derzeit so am Stiel ist. Gibt's für 70 Mio? Okay, unseres ist stated. Ja, lass es 80 Mio sein. Ja, ich hole mal ganz kurz den, FS nach Flaris. So. Können wir eigentlich Blinkwing einsetzen? Ja. Gott sei Dank. Oh, jetzt habe ich aus Versehen Dark und Blinkwing eingesetzt. Also. Hier haben wir noch eine Awakening Box. Da können wir ja gleich mal ein paar Erweckungen noch raushasseln und können mal schauen, ob wir da was Positives bekommen. Was wir noch verkaufen können. So, erstmal gehen wir zum Hulkstone in die Box. So, der hat echt noch viele Items hier. So, hat er für 30 Tage wenigstens mal einen CS-Freund, oder? Der alte Jaus hier, mein Gott, ne. Der alte Halunke. Ich finde Snowman ist immer noch das geilste CS, bis auf der Head. Also der Head ist echt kacke. Vor allem wie verpixelt das hier ist. Aber das CS an sich ist nice. Was wollte ich machen? Genau, erstmal gebe ich dir noch hier ein Item, was noch auf die Bank muss. Das muss noch auf die Bank. Ich muss sie sowieso mal aussortieren. So, die beiden Sachen müssen auf die Bank. So. Und dann erwecken wir mal und gucken, ob wir da aus den Awakening Scrolls mal was Positives rausbekommen. Also was anderes Positives als HIV. Oh, shit. Boys, das war ein schlechter Witz, nehme ich wieder zurück.
So, lagern wir den Rotz hier mal eben ein. Einlagern. Das kommt rein, das kommt rein. Das sind so Sachen, die verkaufe ich dann später wieder. So, sind das 10 Avascrolls. Wir werden davon erstmal nur Boots holen. 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. So. Dann schauen wir mal. Ich erwecke jetzt erstmal einfach mal alle durch. Und dann gucken wir. Dann wird nachher aussortiert, Freunde. Ich habe auch noch auf dem FS, glaube ich, noch ein paar gute Erweckungen. Weil im Endeffekt nimmt das ja auch nur Platz weg. Genau wie hier auch so die... Hier sowas. Ich meine, ich habe immer... Ihr seht, ich habe immer 100% Attack Speed. Ne? Also brauche ich die eigentlich gar nicht mehr. Die müllen mir quasi nur mein Invi zu. Das müssen wir einfach mal so sagen. Werde ich eventuell gleich auch nochmal rauspacken. Das Inventar mal ein bisschen aufräumen. So, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Kritischer Schaden minus 14. Das ist natürlich sehr positiv. Kritischer Schaden minus 13. Das ist natürlich auch geil. Ja, das bringt auch nichts. Damage plus 9 ist jetzt auch nicht so der Hit. Ist auch scheiße. Ist auch scheiße. Oh, guckt euch das mal an. Es sind 5 States und alle davon sind negativ. Das ist doch ein Witz. Def minus 745 Milliarden, ey. Übertreib halt echt. So. Dann lagern wir mal eben hier ein. So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das können wir erstmal noch lassen. Dann hauen wir hier mal die Pyrenzin, hier die Scrolls. Dann machen wir hier mal die Items. So, so. Und die Power-Ups packen wir jetzt hier unten noch irgendwo rein. So. Ja, hier haben wir nochmal. Komm dann. Jetzt, wo wir gerade schon mal dabei sind, hier das irgendwie zuzumüllen, können wir das auch gerade richtig machen. Ist das wieder 10? Ja, komm, Freunde. Hängen wir das nochmal eben hinten dran. Jetzt holen wir mal andere. Vielleicht bringt das Glück. Schauen wir mal. Lol, ist es gerade eine Stufe dunkler geworden? Habe ich so das Gefühl. So. Wollen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir jetzt mal ein bisschen was Geiles raus. So, Crit Damage plus 30%. Wäre nice. Kann man gut verkaufen. Also 20, 25. Wäre auch nicht schlecht. Boah, ich bin so müde. Ich weiß echt nicht, warum ich so müde bin. Und sie auf jeden Fall noch ein bisschen Schlaf nachholen. So. Und last but not least. So, da wollen wir mal schauen. MP minus 400. Das ist natürlich schon mal... Fängt schon mal positiv an. Geschwindigkeit minus 8. FP minus 150 und Crit Damage minus 5. Mega geil. Ja, es ist nur Schrott hier. Ey. Crit Damage minus 13%. Vor allen Dingen FP-Rate minus 400, ey, das ist so ein Witz.
Ey, das kannst du dir doch echt nicht antun, oder? So, hier können wir auch mal ein bisschen sortieren. So, dann die Ex. So. Ja, dann die Beats. So, für die Ex brauchen wir noch ein bisschen, oder? Jo. Die beiden hatte ich letztens geraced, weil ich ja ein bisschen in Azrael gelevelt habe. Deswegen war ich ja auch irgendwie 67. Ja, Freunde, dann haben wir jetzt noch ein paar Minütchen. Wir können ja mal in der PvP-Arena schauen, ob da wer am Stissel ist. Joa. Bisschen was am Stissel. Paar Leute. Bartwuchs ist auch am Start. Aber sonst... Wie immer, Freunde, ne? Also war auf jeden Fall schon mal deutlich mehr los. Müssen wir ja mal ehrlich sagen. Können ja mal schauen, was GW los ist, weil normalerweise müssten die sich schon mal langsam da versammeln. Weil es ist nämlich gleich GW-Zeit. Tatsächlich noch etwas leer. Shiato steht schon da. Können ja mal schauen. Status. Joa, sind die üblichen Verdächtigen. Außer Mystical ist heute noch dabei. Die waren letzte Woche nicht dabei. Ja. Also sonst wüsste ich nicht, was wir jetzt noch anfangen sollten, Freunde. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss, auch wenn der Part etwas kurz geraten ist. Ja. Ja, wir haben einiges geschafft. Die Quest ist jetzt erstmal beendet, meine Freunde. Bis Level 80. Das heißt jetzt noch, ja, gute 11,5 Level noch. Dauert auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen, bis wir jetzt wieder weitermachen können mit der Quest. Also werden die nächsten Parts sehr wahrscheinlich auch aus Leveln bestehen, es sei denn, ich habe auf einmal so viel Bock, dass ich auch offscreen noch ein paar Stündchen leveln kann. Lol. Ja, kein Kommentar. Ja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich denke mal, entweder werden wir farmen oder leveln oder so, mal schauen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, nur das Beste und ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Flüff oder Flive oder whatever mit dem Hikesu. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein. Peace out.